Ja, hallo liebe Bastelfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Ja, ich grüße euch, schön, dass ihr wieder mit reingeschaltet habt zur nächsten Videofolge hier bei uns hier auf diesem Kanal. Und ja, ich würde sagen, wir widmen uns in diesem heutigen Bauvideo mal wieder einem Projekt, was in den letzten Tagen, Wochen so ein bisschen, ich will nicht sagen, habe ich nicht schleifen gelassen, aber zumindest nicht aktiv weitergebaut. Erstens, weil ich noch auf neue Ausgaben warte, die aber jetzt bald da sind. Und ja, weil ich meine anderen Projekte, die hier in hierzulande oder zumindest im Nachbarland erhältlich sind, ja auch mal fortführen wollte. Aber heute wollen wir uns mal wieder in die fernöstlichen Weiten von Japan begeben. Und zwar in unser Japan-Projekt Star Blazers 2205 mittlerweile und der zweiten Ausgabe der Hyuga. Die haben wir letztes Mal in der Ausgabe 171 begonnen. Nachdem wir den Riesentrümmer hier fertiggestellt haben, ging es dann ja weiter mit der Hyuga, dem Raumkampfträger. Da haben wir begonnen und heute geht es an die Ausgabe 172. Viele schöne Friemelteile sind mit dabei, die da hier, viele Kleinteile. Lichtleiter und auch ein neues Batteriefach zum Testen ist mit dabei. Und ja, wenn ihr euch noch mal entsinnen könnt, was letztes Mal war, da haben wir den Kommandoturm begonnen oder ob den Bau der Hyuga begonnen mit dem Kommandoturm. Das ist er. So sieht er aktuell noch aus. Der wird aber weitergebaut. Sicherlich. Hier haben wir noch ein bisschen Messgeräte, glaube ich, oder so ein bisschen Antenne hier und noch zwei weitere Einzelteile. Dieses hier, genauso wie dieses hier, was wir auch schon beleuchtet haben, testweise. Das haben wir gebaut und da wollen wir weitermachen, beziehungsweise weitere, ja, Elemente des Kommandoturms zusammensetzen, auch ein paar Messgeräte, Funkmessgeräte mit einbauen wahrscheinlich. Und ja, das ist der Plan für heute. Kurze Information noch für euch. Weiterhin habt ihr die Möglichkeit, nicht mehr lange, aber ihr habt noch die Möglichkeit, die Hyuga, wenn ihr genauso verrückt seid wie ich, zu bauen. Bei Hobbylink Japan sind meines Wissens zum Zeitpunkt der Aufnahme weiterhin alle Ausgaben bis jetzt noch verfügbar. Stand ist jetzt, glaube ich, auch in Ausgabe 178. Also da sind schon die ersten Ausgaben jetzt da und kann man sich ordern. Natürlich mit hohen Versandkosten behaftet und das Ganze eben halt aus Japan. Nicht günstig, aber auf jeden Fall eine große Besonderheit, die es hierzulande ja mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht geben wird. Und wer auf solche Spaceships steht, vielleicht ist für den einen oder anderen von euch das genau was für euch und eure ja, Bastelbude. Wer weiß. Ja, dann wollen wir loslegen mit Ausgabe Nummer 2 der Hyuga und insgesamt der Ausgabe 172 von unserem Star Blazers Projekt. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem Space Combat Carrier Hyuga. Viel Spaß! Legen wir mal los mit Ausgabe 172 unserer ja, Hyuga bzw. Nummer 2 unserer Hyuga 172 von der gesamten Serie. Hier haben wir, wie gesehen, schon viele diverse Kleinteile, die wir alle Stück für Stück jetzt verbauen wollen. Ob am Ende was übrig bleibt, weiß ich gar nicht. Aber wir gucken mal. Wir haben zwei Lichtleiter mit dabei, die gleich lang sind und einer, der noch ein Stück länger ist, also übersichtliche Zahl von Lichtleitern. Hier haben wir ein neues Batteriefach und einen neuen Tester. Das Batteriefach sieht einfach nur anders aus und der Tester ist aber der gleiche wie bei der Andromeda. Also, wenn wieder was getestet werden kann, hier gibt es ein neues Batteriefach und den neuen Tester brauchen wir aber in der Ausgabe nicht. Wir haben das Einzige, was wir schon testen konnten, aber letztes Mal schon getestet. Also von daher kein Thema. So, wir gehen mal durch das Heft. Und zwar sollen wir einen der Lichtleiter zuerst nehmen und in dieses große Element mit einsetzen. Und das ist der Lichtleiter Nummer 172-10, einer der beiden kürzeren. Dann nehmen wir den und ihr kommt näher ran ins Geschehen. So. Und zwar kommt der einmal hier durchs kleine Loch, das da, was hier auch dann erscheint, bis zum goldenen Ring. Gehe ich von aus, ja. Nee, doch nicht andersrum, sorry, ins größere, bis er nicht weitergeht. So passt das, ne? Da. Und damit das Ganze hält,
kommt diese türkisfarbene Abdeckung drüber. Dann machen wir das doch hier einmal durch, bis es nicht mehr weitergeht. So, warum das türkis ist, keine Ahnung. Und dann wird es verschraubt mit einer von drei schwarzen Plastikschrauben, die wir haben. Ja, nicht der Rede wert. So, haben wir fest. Der Lichtleiter guckt raus. Und dann kommt an der Unterseite ein roter NL-Sticker. Alles klar, also ein rotes Navigationslicht. Kommt damit ran im obligatorisch gewohnten 4 cm Abstand. Na, ist wohl hängen bleiben. Na, willst du wohl. So. Mensch. So, haben wir erledigt. Dann sollen wir auch schon das Endstück abschneiden hier. Zack. Und dann bleibt ja hier ein rotes Blinklicht später dann über. Okay. Das war der erste Schritt. Step 2. Wir sollen uns ein neues Teilchen nehmen, und zwar, mal gucken, welches es ist. 172.04a, das sieht mir nach entweder diesem Teil, es muss auf jeden Fall diesen Henkel hier dran haben, oder diesem Teil aus, aber es muss dieses hier sein. Das hat noch so eine Ausbuchtung hier. Das hier kommt ins Spiel, und der nächste kurze Lichtleiter von den beiden, der geht hier durch mit dem längeren Ende, oder ohne Ring, Ende hier einmal durch das Loch, damit es hier wieder durchkommt. Ziehen wir durch bis zum Ende. Dann kommt dieses hier Element mit hinzu. Wird hier drauf gestöpselt mit dem ja, Maststück, keine Ahnung, mit diesem Arm nach oben zeigen. Der Lichtleiter geht hier rein, wenn er passt. So, das Ganze können wir hier so einlegen, genau so. Ja, und in diese breite Fläche hier kommt ein türkisfarbenes Stückchen, nämlich das da, kommt hier mit rein. Mal gucken, wie rum, ob das richtig ist. Die längere Abschrägung soll nach oben zeigen, also so rum. Nee, doch nicht. Schwer zu erkennen. Dann vielleicht doch so. Ja, doch, so passt's. Alles klar, so soll es zusammenkommen. Und dann soll die andere Abdeckung, wo ist sie? Die hier soll hier dann mit rüber gelegt werden. Genau so hier rüber. So. Und soll da verklebt werden. An den Endpunkten. Okay, dann brauche ich eben Sekundenkleber. Aber dann kriegen wir hin. Und einen frischen Zahnstocher kriegen wir auch hin. Da ist er schon. Dann machen wir hier mal an die kleinen Zapfen an den Seiten ein bisschen Sekundenkleber ran. Dann kommt das Ganze so zusammen. Einmal kurz zusammendrücken. Dann sollte das eigentlich halten. Tut es aber noch nicht so richtig. Nö, da hält gerade noch gar nichts. Interessant. Dann mache ich hier auch noch ein bisschen was rein. So, neuer Versuch. Also da oben ist ja auch noch ein bisschen Verbindung. Hier nämlich. So, dann zusammendrücken, ob alles hält. Sollte aber, und dann am Ende sollen wir hier dieses Endstück gleich abschneiden im nächsten Schritt. So. Jetzt hält's, okay. Und dann sollen wir einmal eine dieser Platten nehmen. Ja, die richtige nehmen natürlich jetzt. Hier haben wir rechts, hier haben wir links. 172.2 ist... Ja, welches davon?
172,2 ist, ich denke, dieses hier. Ja, mal gucken, ob es richtig ist. Ja, das soll man nehmen. Den Lichtleiter hier durchs Loch mit der breiten Seite hier hin. So soll das damit zusammenkommen. Ja, genau, so soll das zusammenkommen. Hoffe ich einfach jetzt mal, dass es so zusammenkommt und wird hier am Rande auch verklebt. Ist ja zugegebenermaßen ein bisschen schwer zu erkennen. So kommt das zusammen. Schon sehr viel Kleber dran. So, jetzt passt das wieder. So, ist ein bisschen schief das Ganze, aber wird noch kommen. So, legen wir auch zur Seite. Dann sollen wir als nächstes diesen langen Arm hier nehmen, wo dieses Messgerät, Armstück, Antenne, wie auch immer man es nennen will. Und da kommt der letzte lange Lichtleiter, der hier mit rein. Der geht hier einmal durchs Loch durch, bis der goldene Ring sagt, ich bin am Ende. Oder? Nee, der goldene Ring soll hier in diese kleine Einbuchtung mit rein. Da. Okay. Kann ich richtig drehen, damit der auch richtig drin liegt. So. Und ich tippe mal, der Lichtleiter geht jetzt hier einfach so hinaus. Tippe ich mal so. Einmal blättern. Dann kommt auch hier dieses türkisfarbene Teilchen mit rein. Soll nur eingelegt werden, alles klar. Na gut, rastet ein bisschen ein, so. Ah ja, okay, sieht auf beiden Seiten gleich aus, okay. Und dann kommt dieses Teilchen, dieses hier, mit hier rüber, welches dann den Lichtleiter, ja, so quasi einschließt, beziehungsweise das Endstück soll hier so rausgucken. So kommt das zusammen. Dann gucken wir mal, ob wir das Ganze auch festgeklebt kriegen. Dazu sollen wir hier am Rand ein bisschen was ran machen. Andere Seite genauso. Haben wir noch einen Pin, der ist immer gut zum Ankleben. Und genau da, wo ich jetzt gerade am Greifen bin. Hier genauso. Ich habe nicht so viel Finger, dass ich das alles bestreichen kann. So, dann gucken wir noch mal. Das Ganze so zusammensetzen können. Das hat doch schon mal funktioniert. Und sitzt zusammen. Wunderbar. Ja, haben wir auch. Darauf soll jetzt dieses Stück kommen. Das kommt jetzt genau hier in dieses Element mit rein. Der Lichtleiter geht weiter hier raus. Und das Stück kommt jetzt hier quasi so drauf. So, nämlich, dass daraus zwei werden. Genau, die Spitzen sollen auch hier in eine Richtung zeigen. Alles klar. Dann kleben wir auch das fest. Einmal und zweimal. Sollte alles kein Thema sein, so. Passt auch. Sehr schön. Dann soll als nächstes, jetzt muss ich mal selber gucken, welches es sein soll. Soll das sein? Ja, mehr Teil haben wir nicht. Dieses hier kommt als nächstes. Da soll der Lichtleiter hier auch wieder einmal durchgestopft werden. Durch das Endstück. So.
Und das ganze Gerät hier wird auch hier in das mittlere Stück einrasten. Und zwar so wie das aussieht, so. Sehe ich das richtig? Nein, sehe ich nicht. Einmal drehen. Genau, dass die Antennen so hoch zeigen. So soll das reinkommen. Alles klar. Und die Spitzen sollen nach oben zeigen. Okay. Und dann kommt auch hier ein Deckel drüber. Ja, alles klar. Dann machen wir auch hier Sekundenkleber an die Zapfen, Nupsis, was auch immer. Ich mache ein bisschen am Innenraum hier so ein bisschen was ran, damit es an mehreren Punkten halten kann. Dann kann das so zusammenkommen. Wie ihr sehen könnt, es nimmt Formen an. Das sind jetzt zwei Hälften quasi gewesen, die wir so haben. Ne? So sieht das auf meiner Anleitung auch aus. Wunderbar. Und zum Schluss kommt noch dieses Abdeckungsteil oder Seitenteil mit ran. Hier kommt der Lichtleiter auch einmal durch. Und dann wird das Ganze auch hier verbunden. Und zwar soll das genau auch so, wie es jetzt hier ist, mit der spitzeren Seite zu mir so ausgerichtet werden. Das, und die Spitzen auch zu mir zeigen. Alles klar. Dann machen wir auch das. Wenn es funktioniert, wenn man es durchlässt. Na, jetzt sowohl. Ja, so richtig rum. Alles klar. Nichts verkehrt machen hier. So, dann haben wir das auch dran. Darf noch eben ein Stückchen durchtrocknen und als nächstes soll jetzt vieles zusammengesetzt werden. Das kann eben trocknen. Diese drei Teile, die wir jetzt zusammengefügt haben, die hier, können eben trocknen. In der Zwischenzeit nehmen wir uns das große Hauptstück und dieses Stück, was jetzt zusammengefügt bzw. zusammengeklebt wird. Alle Lichtleiter, die wir hier haben, vier Stück, sollen nach unten gelegt werden. In diesen freien Bereich. Und das Stück kommt von der anderen Seite so hier ran quasi. Natürlich, dass keiner der Lichtleiter irgendwie abgeklemmt wird. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo die alle hin sollen. Weil hier stehen ja auch noch welche ab. Wo die jetzt hin sollen. Sollen die einfach nach unten zeigen oder da durch? Oder auch das sieht man aber auch relativ schlecht. Ne, die zeigen nach außen. Ja, okay, die zeigen weiterhin nach außen. Alles klar. Dann werden die hier so nach unten gefügt. Ah, genau, hier oben ist noch Platz. Alles klar, hier oben kommen sie hin. So soll das Ganze zusammengefügt werden, dass auch schön alle Lichtleiter von hier unten hier rausgucken und die Seitenteile hier oben sind. So kommt es zusammen. Und damit das auch hält, soll es auch entsprechend verklebt werden. Alles klar, dann sollen wir an den Innenraum hier was ranmachen. Das habe ich keinen Sekundenkleber mehr. Wäre aber schön, wenn wir welchen hätten. So. Hier an die ganzen Innenflächen ein bisschen was ran. Dann gucken wir nochmal, dass wir hier alles durchkriegen. Und dass wir nichts einklemmen. Aber das sieht erst einmal gut aus, sonst wird sich das nicht so schließen lassen. Ja, das passt schon mal. Drücken wir eben zusammen. Ist praktisch, dass man hier gerade weitermacht, während das andere auch trocknet. So, ah ja, okay, es nimmt Form an, sehr schön.
Und als nächstes kann das trocknen. Und wir nehmen uns jetzt die drei Teile wieder daher. 1, 2, 3. Die jetzt auch zusammengefügt werden. Das Stück kommt vorne weg. Und von dieser Seite kommt jetzt das Stück. Einmal andersrum müsste es so, wenn der Lichtleiter hier durchgeht, durch das obere Loch. Müsste das Ganze jetzt so zusammengreifen. Eigentlich, genau, so kommt es zusammen. Okay, wird verklebt, auch hier. An diesen Rändern hier kommt der Kleber ran. Und an dem Pin hier in der Mitte wird es zusammengesetzt. Hoppa, nicht wegrutschen. So. Okay. So, das Ganze. Und ja, das hält gar nicht. Wunderbar. Dann kommt jetzt hier in den inneren Bereich was rein. Und in den Schnuffel hier genauso. Na, willst du wohl? Gerade eben passt er da schön zusammen. Jetzt nicht mehr. So, die richtige Position finden. Nochmal randrücken. Manchmal klebt der Sekundenkleber eben wunderbar und manchmal gar nicht. So. Und an der anderen Seite kommt das ganze andere Stück mit ran. Auch hier, gut, gleiche Verbindungsstücke. Sehe ich schon. Auch dann machen wir hier was ran. Da was ran. In das Loch was rein. Und hier genauso. So ein bisschen. Und dann kommt auch hier oben der Lichtleiter durch. Und dann kommt die ganze Schose hier mit ran. Ach Gott, da ist die richtige Position. So. So nimmt das Ganze Form an. Ich mache das Ganze mal kurz hinter der Kamera fertig, schneide die Ecken ab und mache die Markierungen mit ran. Und wenn alles getrocknet ist, dann gehen wir gleich an den Zusammenbau von beiden Elementen. So, das Ganze ist mittlerweile fest. So sieht das Ganze aus. Die beiden Lichtleiter habe ich auch schon markiert. Dieser Lichtleiter aus dem großen Stück hat einen grün bekommen mit NL und der andere einen weiteren roten NL-Sticker. Was ich noch machen wollte, aber noch nicht gemacht habe, sind die Endstücke hier abschneiden. Aber das macht ja nichts. Einmal und zweimal haben wir auch weg. Und zum Schluss soll beides jetzt verbunden werden. Beide Elemente, dieses hier und dieses hier soll zusammenkommen. Das heißt, alle kommen hier durch. Hier wird gleich verschraubt, das heißt, es geht nur hier in dieser Position. Alle Lichtleiter kommen hier durch. Plus LED-Kabel wird alles durchgestopft. So, schieben wir zusammen das Ganze, dass das Ganze so zusammenkommt. So sieht das Ganze aus. Nimmt schon alles schön Form an, wunderbar. Und jetzt wird hier einmal ja, die zweite Schraube von heute reingesetzt, damit die beiden Teile, Elemente zusammenhalten. Alles klar. Kriegen wir auch hin. So, damit ist das soweit fertig. Und jetzt sollen wir auch die Endstücke, die wir haben, so wie das aussieht, abschneiden. Genau, was hier noch so hervorragt, soll abgeschnitten werden. Also einmal hier. Einmal, gut, da kommt es natürlich mega geil ran. Schlaue Kerlchen, Herr Schett.
So, zwei. Nummer drei und ja, wieder super, super gut zu erreichen. Geht er ab? Nö. Och Leute. Kommst du halt so geil ran. So. Jetzt ist das Ding ab. Okay, und dann sieht das Ganze jetzt ja so aus, wie es hier liegt. Nach Ausgabe 172. Es kommt bestimmt noch hier dieser Flügel dran. Dieses Stückchen kommt bestimmt hier oben noch ran. Genau, kann nur so passen. Soll aber so zum aktuellen Zeitpunkt wohl noch nicht angesetzt werden. Gut, das war's für heute mit diesem Ergebnis. Der Kommandoturm wächst weiter, wie man hier unschwer erkennen kann. Ja, so sieht er bis jetzt aus. Und ja, wie es bei mir jetzt mal weitergeht, kann ich euch zwar nicht direkt zeigen, aber zumindest sagen, wie es weitergeht. Ja, die Ausgabe 172 ist soweit verbaut. Das Ergebnis könnt ihr sehen, der Kommandoturm ist weiter gewachsen. So sieht das ganze Stück mittlerweile aus. Von der anderen Seite so. So heißt das Ergebnis von heute, ihr Lieben. Ja, wie geht's weiter beim nächsten Mal? Ich kann nur indirekt sagen, ist nur indirekt sagen, weil die aktuellen Ausgaben noch nicht bei mir sind. Die 72, 172 ist die letzte, die ich zum Zeitpunkt der Aufnahme habe. Aber die nächsten sind im Zulauf. Da könnt ihr euch dann demnächst auf weitere Folgen von der Yuga freuen. Auf jeden Fall wird es darum gehen, dass wir diesen Kommandoturm weiter nach unten bauen werden. Ich meine auch schon fast bis komplett nach unten bauen werden. Wir haben ja hier den hier einmal zu sehen. Also es wird nochmal deutlich breiter und beleuchtet und alles. Ich glaube, dieser Kommandoturm wird jetzt ziemlich weit vervollständigt in den nächsten Folgen. Also da werden wir das Thema schon mal durchhaben. Und dann, so kleinere Vorschau dann nicht nur für die nächste Ausgabe, sondern dann, was dann so kommt, werden wir mit dem Bug quasi des Modells beginnen. Also ganz vorne drehen wir es mal um, dann sieht es besser aus. So, Ausgabe 71, da werden wir dann hier ganz vorne mit den ersten Rumpfteilen beginnen. Aber das dann in den nächsten Folgen, wenn sie dann bei mir sind. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen zum Abschluss dieses Videos und gerne dürft ihr den Kanal auch abonnieren, wenn ihr gerne mehr wissen möchtet, was hier so auf diesem Kanal passiert. Entweder bei meinen Projekten, bei Tobis Projekten oder unseren gemeinsamen Projekten, wie zum Beispiel den Kit oder jetzt die Titanic, die jetzt auch frisch im Handel erschienen ist. Da dürft ihr gerne natürlich auch mit reinschauen und euch da informieren, wenn ihr gerade vielleicht die Titanic auch startet. Und falls ihr dieses Video auch seht, als vielleicht frisch auf diesem Kanal gelandet war, herzlich willkommen hier bei Partwork Modellbau und ich hoffe, ihr habt viel Spaß in unserer kunterbunten Community hier. Ja, bis zum nächsten Video wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.